Hallo meine Lieben. Ja, irgendwie komisch. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu noch einem Video von mir. Ich habe gerade von Jacqueline das Paket bekommen. Ja, ich wollte es mit euch zusammen auspacken. Dieses Trash-Paket ist echt groß. Echt groß. Ich mache mal eben Thumbnail. Mal ein ganz außergewöhnliches. Ich mache es mit euch zusammen auf. Das ist ja mega krass. Paket, also da, also sie hat meins schon bekommen und meinte, sie wäre voll glücklich mit ihren Sachen und hat jetzt ein schlechtes Gewissen. Okay, warum? Ja, ich weiß nicht. Warte mal, vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Ich stelle es einfach auf dem Bett. Schauen wir mal. Oh, ach genau, sie hat auch gesagt, sie hat obendrauf einen Schal gelegt, was nicht zum Inhalt gehört, aber was sie halt einfach zum Puffern genommen hat. Genau. Aber ein Brief. Liebe Jenny, ich habe mich sehr gefreut, auch einmal ein Teil deiner Trash-Päckchen-Kandidaten zu sein. Ich hoffe, der Inhalt gefällt dir und du kannst das eine oder andere gebrauchen. Was nicht gefällt oder du nicht brauchst, kannst du gerne weitergeben, egal ob vertrashen, verschenken oder verkaufen. Liebe Grüße, die Jackie. Ja, so, dann beginnen wir direkt mal. Und zwar, das ist nämlich dieser besagte... Oh, das ist aber cool. Hey. Ich find's cool. Der riecht jetzt nach Paket. Ich werde den waschen und dann wird er angezogen. Geil, danke. So, jetzt haben wir hier noch Pufferung. Das lege ich jetzt einfach mal auf den Boden. Ich muss nachher eh hier wieder aufrollen, wie der Boden aussieht. So, zuallererst sehe ich einen Müsli-Riegel. Haselnuss. Mhm. Ich muss den gleich weiter essen. Ich kann euch jetzt nichts vorkauen. Wie die ja schon mal cool ist. Taschentücher. Immer gut. Und das eine, was ich gerade gesehen habe, ist das hier. Cool. Kann man in meiner jetzigen Zeit ja nicht genug haben, ne? Vielen Dank dafür. Wollt ihr mal sehen, wie ich damit aussehe? Ich habe das ja gerade das Paket ja abgeholt, musste ich ja auch eine tragen. Muss ich auch mal füllen. Ja, hier oben ist der Bügel. Zack. Super, ne? Bin gerade an dem Corny verschluckt hier. Einen schönen Menschen kann nichts entstellen, hat mein Papa immer gesagt. So. Ich sehe auf jeden Fall noch ganz viel Leckerchen. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Hört mal. Boah, ich habe Hunger. Mein Frühstück jetzt. Entschuldigung. Denke ich. So, beginnen wir mal, ne? Ein Eos Lip Balm. Mit Lemon. Okay, cool. Hat man mit Lemon, was steht denn da drunter? Lemon Drop ist super. Weil wenn da jetzt Lemon Cake gestanden hätte oder sowas, hätte ich den weitergegeben. Den werde ich aber benutzen. Lemon Drop finde ich super. Und so viele Sachen. Beginnen wir. Auch wenn ich gerade voll Hunger habe. Und am liebsten den kompletten Müsli-Riegel jetzt essen würde. Oh, wie cool. Das ist nicht nur ein Teil, das sind mehrere. Das sind diese Nyx Monolidschatten. Die waren früher in den Adventskalendern drin. Voll cool. Den hatte ich mal. Den fand ich schön. Hab den aussortiert. Ich weiß nicht mehr warum. Komm, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kann ich ja ein bisschen swatchen. Das ist so ein grün-goldton. Seht ihr das? Wartet, wenn ihr so changiert. Ah, nee, der seht ihr gar nicht. Aber wenn er so changiert, ist der grünlich. Bitte ausprobiert nochmal. So, der hieß übrigens Kopenhagen. Dann haben wir Milan, also Mailand. Und das ist ein mattes Braun. Da gehe ich jetzt einfach mit dem Finger auch rein. Krass pigmentiert. Ein super schönes Braun. Transsilvanien.
Oh, die Farbe ist aber auch schön. Und die sind so schön weich. Auch wunderschön. Auch sehr schön als Highlighter. Dann Seoul. Seoul? Seoul? Oh, das ist aber auch schon ein schöner. Oh. So ein matter, mattes Beige. Oh, die sind aber echt gut pigmentiert. Ja, gefällt mir auch. Und Manila ist so ein lila, der ist noch nicht benutzt übrigens, Taupe. Oh, schön, Mauve-Ton eher. So, jetzt nehme ich mir direkt, weil ich merke schon, das wird ein Swatch-Video, nehme ich mir direkt mal ein feuchtes Tuch anstatt ein trockenes. Gefallen mir schon alle. So, weiter geht's. Dann haben wir hier, ich Stamp and Drag von CAT. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, ich nehme mir direkt mal wieder meine Trashbox. Dann kann ich da nämlich direkt die Sachen reinwerfen. Hier kommen erstmal die Lidschatten rein. So, und weiter geht's. Was bist du? Und komm erstmal raus hier. So, da, ja, Stand and Drag, das weiß ich ja schon. Das stand da drauf. Okay, auf der einen Seite ist wie eine Art Eyeliner. Und auf der anderen Seite, ah, guckt mal. Ja, ich mache jetzt einfach mal einen Stempel drauf. Guckt mal. Das ist doch cool. Wird auch verwendet. Mal trocknen lassen. Mal gucken, wie schnell das trocknet. Dann haben wir hier Fake Lashes. Für den natürlichen Look. Das ist auf jeden Fall was für Karneval. Voll geil. Ja, wird bestimmt mal für irgendeinen Karnevalslook verwendet. Sowas kann ich ja immer sehr gut gebrauchen. Ich habe davon ja immer was da. Cool. Das wird hier oben hingelegt. Das kommt jetzt nicht in meine Trash-Box. So, dann haben wir hier. Das geht weiter. Hatte ich nämlich mal, da kam ich nicht so gut mit klar. Das ist von Garnier, die BB Cream. Trotzdem cool. Wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Dann Servietten, behalte ich ja immer. Von Fit Me, den Maybelline Concealer. Den habe ich mal gehabt, fand ich super. Deswegen wird der auch behalten. Dann, oh, der ist komplett neu. NYX Cosmetic Lip Cream. Krasses Ding. Ich weiß nicht, ich muss da mal Swatches für googeln, wie das aussieht, wenn man so Metall auf den Lippen hat hier. Muss ich mal hier hinstellen? Muss ich googeln. Sieht auf jeden Fall cool aus. Aber ich weiß nicht, ob ich so Metallzeugs auf den Lippen mag. Oh, ich glaube, die habe ich. Die habe ich mich noch, wartet. Die muss ich mich noch ausprobieren. Aus der My Little Christmas Factory hier. Die ist aber übrigens wunderschön. Aber ist ja nicht schlimm. Einen Lippenstift von Essence aus dieser Reihe hier. Die Nummer 8. Neu oder so. Kaum oder vielleicht höchstens geswatcht. Krass. Ist so ein, aber relativ so ein creamy ist das. Der wird weiter wandern, weil mit so creamy. Wir dann ja gerne hier sowas, ne? Dann ein 3D Glow Highlighter. Da hat sie noch so ein Zebra reingesteckt. Sehr ordentlich, mein lieber Scholli. Oh, guckt mal. Der schaut aber schön aus. Ist, denke ich, jetzt nicht meine Farbe. Aber Leute von heute, das wäre doch was für euch, oder? Guckt euch das mal an. Ja. Einen Lippenstift von Essence Metal Shock Nummer 3. Das ist so ein, ja, ich mache mal ein Swatch. Boah, krass. Den muss ich nur mal ausprobieren. Guckt euch den mal an. Der wird einfach nur mal getestet. Danach geht er weiter, das weiß ich, aber getestet werden muss er. Dann einen Lippenstift, ne, oder? Jelly Shot. Lip Changer. Quencher. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Aha, guckt mal. Wofür ist das? Ist das einfach nur ein Lippenpflegestift oder so? Behalten. Dann von P2 Super Slim Lip Stylo. Ein Rot. Das sieht auf jeden Fall so aus, würde mir von der Farbe definitiv gefallen. Das ist auch wieder so ein Cremi, aber super schöne Farbe. Aber, ja. Ist halt wieder so cremig. Und davon habe ich sehr viele selber. Aber cool, mal gucken, wie der eine... Oh, krass, der... Das ist trocken hier. Dieser Stamp hier. So, dann von NYX. Ein ganz neues ein Concealer. Den habe ich. Den werde ich dann mal verlosen. Voll cool. Komplett neues Teil. Da oben hin. Vielen Dank. Oh, der ist auch neu. Das kann doch nicht sein. Soft Metallic Lip Cream.
Den muss ich auch erstmal googeln, wie der aussieht. So Swatches oder so, wisst ihr? Das ist der Rom. Du bist doch irre. Ich danke dir trotzdem, um Gottes Willen, aber Hammer. Dann von Alverde Matte Lipstick Rosewood Smile. Ja, die Farbe ist nicht komplett meins, aber trotzdem cool. Guck mal, die hast du ja so gut wie kaum benutzt, die Sachen. Das ist ja Hammer. Hier steht drauf, komm mit dem, mit der nicht klar. Ist das eine Mascara? Ja, ich glaube ja. Reindrücken. Catrice Little Black One Volume Mascara. Ist zwar waterproof, aber ich probiere es trotzdem. Und das ist so eine kleine. Und ich stehe auf so kleine Bürsten. Und ich finde, die sieht ja mal schick aus. Die ist so... Hm? Von Hey Honey. Trick or Treat. Ein Cream Concealer. Kommt mir bekannt vor, das Teilchen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich werde es trotzdem mal hier reintun. Also kommt mir bekannt vor, so nach dem Motto, dass ich das schon mal bekommen habe. Limited Edition. Marvelous Summer Spa Exclusive Food Cream. Wird benutzt. Ich benutze ja in letzter Zeit... ist zu? Okay, super. Benutze ich ja in letzter Zeit eh gerne Fußcreme. Ich muss noch mal kurz reinbeißen. Mega lecker. Mhm. Dein. Wollt euch nicht erschrecken. Ich muss das mal eben wegwischen hier. Sehr coole Sachen bisher. Dann habe ich hier eine Tuchmaske. Die kann ich mal kurz trocken machen. Oder ist das eine Tuchmaske? Nee, eine Lipmask. Auch cool. Dann. Schon wieder eine neue Sache. Wieder ein Liquid Suede von NYX. Ich muss da gleich definitiv ein bisschen googeln. Ich danke dir von Herzen. Wirklich, das ist ja Hammer. Dann haben wir hier zwei Kajalstifte von Maybelline in Blau jeweils. Einmal Türkis und einmal so ein tolles Royal Blau. Nehmen wir einmal die 42 Metallic Blue. Sehr hart wieder. Und Azur. Ich glaube, die sind auch nagelneu oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind mir beide tatsächlich ein bisschen zu hart. Die werde ich weitergeben. Entschuldigung, wenn ich mal so nach vorne komme, aber der Karton ist so groß. Der steht hier im Weg. So, dann, oh, das ist, sieht ja schön aus. Rival de Loop Young Little Fairy Tale. Guckt euch das mal an. Das wird definitiv behalten. Diese, oh, was ist denn das? Wartet mal. untere Teil der Dose abschrauben. Ach so. Boah, ich stehe auf so einen Kram. Und dann ist das... Was ist das? Ich muss nochmal weiterlesen. Untere Teil der Dose abschrauben, Federpinsel abziehen und ins Eyeliner-Kissen. Aber da kommt nichts. Da kommt nichts, aber ich werde das trotzdem behalten. Alleine für die Optik. Ich finde das ja wunderschön. Ich stelle mir das ins Bücherregal zu meinen Harry Potter Büchern oder so. Oh, wie schön. Dann haben wir hier eine The False Lashes Mascara. Die kenne ich, die mag ich. Habe ich auch schon mal leer gemacht. Deswegen wird die auch leer gemacht. Dann wieder, ich glaube mal, nee, von BB, hatte ich den nicht auch geschickt? Ich meine, der ist, nee, der ist nicht neu. Nee, ich habe dir eine andere Farbe geschickt. Die Farbe gefällt mir aber. Das ist so ein Rosé, der gefällt mir, der bleibt. So, oh, ich könnte noch so einen Riegel vertragen. So, dann haben wir hier von NYX, den hatte ich auch schon mal, Simply Red. Habe ich aber auch schon mal aussortiert wieder. Das ist so ein roter Lippenstift. Dann haben wir, machen wir wieder andersrum, von Volcalure, übrigens, mein Lippenstift ist von Volcalure. Was für ein Zufall. Ja, gucken wir rein. Ach, das ist ein Blush. Ist jetzt nicht so meine Farbe. Macht ja nichts. Ach, das ist doch ein schönes Trashbäckchen hier. So. Muss ich mal ganz kurz nachgucken hier. Wo haben wir es denn? Ja, das ist das, was ich schon habe und was ich richtig gut finde. Deswegen kommt das in meinen Backups. Das ist nämlich ein Loose Powder von Rival de Loop. Und das ist komplett neu. Okay, das kommt in meine Backups. Da ist ja jemand am Bohren. So, dann haben wir hier eine Catrice Absolute Bright Eyeshadow Palette. Und
Sag mir mal, wie du die so hinbekommen hast. Mal ganz im Ernst. Meine von Catrice, diese hier, die sehen aus wie Schnodder. Also ich kann da auch machen, was ich will. Aber ich muss sagen, diese Palette hier wird weitergehen. Weil das sind jetzt nicht so die Farben, auf die ich so abfahre, aber sehr ordentlich. Wieder eine Ohrpalette. Die werde ich auch weitergeben, weil ich hatte die auch schon mal, war allerdings nicht so ganz meins. Das ist die Bronzed Palette. Ich weiß nicht warum, also Blazing Bronzed. Die sind schon schön, um Gottes Willen. Ne? Die Farben, Catrice macht nun mal einen tollen Job. Ne? Also, oh, die sind so ultra gut pigmentiert. Wahnsinn, schön. So, dann nehmen wir mal hier das. Das scheint ein Make-up zu sein oder ein Setting Spray in einer Glasflasche zumindest. Oh! Okay, Jenny, beruhig dich. Wird in meine Backup-Sammlung kommen. Den habe ich und den mag ich. Den finde ich super. Vielen Dank. Mensch, Vibe. Die habe ich auch, glaube ich. Mal gucken. Das ist nämlich die Get Picture Ready Palette. Ich habe eine davon, habe ich. Die habe ich. Und zwar, schaut mal. Traumhafte Palette. Wirklich, die ist auch so toll pigmentiert. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Tue ich auch mal hier hin. Die sieht ja schön aus. Was ist das denn Schönes? Auf den ersten Blick habe ich gerade an so Baum denken müssen. Das war von Müsli-Riegel zwischen den Zähnen. Ist auf jeden Fall von Action, weil da steht was Netherlands drauf. Ich denke mal, dass es dann Action ist. Hier unten sind Lippen. Und oben sieht schön aus. Und oben ist dann halt Lidschatten. Werde ich ausprobieren. Mal gucken, wie die pigmentiert so sind. Doch, kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Sehr krümelig, aber definitiv sehr gut pigmentiert. Ich glaube, das ist ein Nagellack. Habe heute übrigens meine Nagellacksammlung abgefilmt. Den habe ich noch nicht, den finde ich super. Scheiße. Wieso tust du mir sagen? Ja, okay, das ist dieser hier von Trend It Up. Der ist ja super schön. Die Nummer 70. Okay. Den erstellen wir erstmal hier hin. Scheiße, hier ist noch ein Nagellack. Bitte sei nicht schön. Okay, gut. Auf den kann ich, denke ich, verzichten. Der ist auch schön, aber nicht ganz so geil wie der andere jetzt gerade. Von P2. Satin Supreme Polish. In der Farbe 70. Ich glaube, das ist auch ein Nagellack. Wet and Wild Wild Shine. Also, der sieht aber schön aus, die Farbe, muss ich sagen. Guckt mal. Ich glaube, so eine Farbe habe ich auch noch nicht, oder? Probieren mal aus. Oh nein, ich wollte doch keine Nagellacke mehr behalten. So. Dann haben wir hier ein NYX First Base Primer Spray. Wird auch verwendet. Cool. Das ist von NYX auch, mein lieber Scholli. Lip Loving Balm. Ich bin immer nur zu dämlich, die Dinger aufzumachen. Diese Metalldose. So, jetzt geht's aber. Oh, der ist ja neu. Okay, der wird auch verlost. Dankeschön. Mensch. Das ist auch ein Nagellack. So, der ist auch schön. Den habe ich aber. Nee, den habe ich nicht. Aber den hatte ich mal. Essence Out of Space Stories. Guckt euch den mal an. Das sieht so aus. Kann sich auch jemand darauf freuen? Oder? Nee, den behalte ich erstmal. Der jemand bin ich. So, dann haben wir hier so ein fettes Teilchen. Ah, hier steht nicht mein Duft. Okay, also ein Parfum. Ist jetzt nicht weit hergeholt, ne, die Frage. Also, die Feststellung, nicht Frage. Was ist das? Cash steht da drauf. So, das sprühe ich jetzt einfach hier auf dem Tuch mal. Muss ich gleich nochmal dran riechen. Also in erster Linie riecht der gar nicht so schlecht. Sieht auf jeden Fall so aus. Aber es kribbelt gerade in der Nase. Ja, so ist das. So, dann haben wir hier, sieht aus wie eine Palette, so auf Anhieb. Ja, es ist eine Palette. Ich glaube, eine Revolution. Ich brauche gar nicht zu sagen, ich glaube. Man sieht noch nichts. Das ist auf jeden Fall die Redemption Palette Iconic 3. Ja, und die hatte ich schon mehrmals. Deswegen werde ich diese auch weitergeben. Ich lasse das Tuch da drin, das ist ja optimal. Also das Parfüm riecht nicht schlecht, aber irgendwie kribbelt das sehr stark in meiner Nase. Dann haben wir hier Isana Feuchtigkeitskonzentrat Booster. Sehr geil. Ich liebe so ein Zeugs.
Danke. Das hier habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, werde ich auch weitergeben. Das ist von Dr. Powwow. Smoothing Balm für Lippen, Wangen und so weiter. Überall, wo man smooth sein möchte, kann man sich das hinschmieren. So, ich glaube, ich muss mal kurz die Tücher schon mal runter tun. So, oh, das ist wieder was Neues. Awake We Glow, das ist hier, davon habe ich ja schon mal einen Highlighter. Und das ist jetzt der Bronzer dazu. Komplett neu. Rose Quartz. Muss ich auch googeln. Mädchen. Danke. Dann, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Super Highlighter, der ist übrigens in meiner Sammlung geblieben. Ja, tolles Tönchen. Wird aber weitergegeben, weil mehrere davon brauche ich dann auch nicht. Aha. Von Sleek so eine Highlighter-Palette. Glaube ich nicht habe, soweit ich weiß. Also, so schaut sie aus. Das ist die Highlighter-Palette Distorted Dreams. Ja, okay. Die werde ich weitergeben. Die ist komplett neu, weil das ist so ein Holo-Ding. Und bin ich ja auch nicht so ganz für. Deswegen, aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Habe ich was zum Verlosen? Verlosen kommt hier oben hin. Jenny, aber nicht runterschmeißen. Oh. Dann von Trended Up, glaube ich. Genau, von Trended Up. Eine Lidschattenpalette, ziemlich dunkel. So lila Tönchen. Aber sehr gut pigmentiert. Sehr gut. Muss ich mal eben wieder abputzen. Doch, der Duft, der ist nicht schlecht, muss ich sagen. Aber kribbelt. Was haben wir denn hier Fettes? Das mache ich gleich. Erstmal kleine. Aber das ist doch viel mehr, als wir ausgemacht haben. Oder bilde ich mir das gerade ein? So, dann haben wir hier von Freedom ein Pro Glow. Mio heißt der. Ja, den habe ich auch schon. Aber der ist schön. Der ist richtig schön. Aber den gebe ich weiter. Ah, hier steht wieder was drauf. Neu und unbenutzt steht hier drauf. Ich glaube, ich muss das mal hier oben drauf legen. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Ja, cool. Shiny Lip Öl. Das sieht aber schön aus. Und neu und unbenutzt. Dann werde ich das doch bestimmt mal gerne verwenden. Danke, dass du es draufgeschrieben hast. Dann haben wir hier von NYX Born to Glow Liquid Illuminator. Geil. Der muss leicht rosé. Was heißt leicht? Also der ist rosé. Aber vielleicht unter Make-up mal probieren. In erster Linie sieht der schön aus. Den werde ich erstmal probieren. Du bist aber ein großer Lüge. Wie lange hier schon weg wart. Kamera auf jeden Fall ausgegangen. Jackie, ist das ein Nagelöl? Das müsstest du mir mal sagen. Fände ich cool. Lege ich das mal so lange hier hin. Ich war so damit beschäftigt, dass ich gerade nicht gemerkt habe, dass die Kamera, dass meine 30 Minuten, ich glaube 30 Minuten sind dann voll. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dieses Trüffel. Das ist so ein Lips and Cheeks Dingens hier, Dingenskirschen. Das werde ich auch weitergeben. So, ist wieder eine kleine Tube hier. Das ist Sabon Facial Matte Scrub Mask. Finde ich cool. Wird benutzt. So, das ist von Catrice 3D Glow Highlighter. Wieder so einer von eben in so einem Bronze. Ja, der ist mir definitiv zu dunkel, aber cool. Sehr schön sieht der aus. Yeah, das habe ich wieder. Ich habe die mal abgegeben, ich dummel Nuss. Und dann habe ich gesehen, so, boah, das waren noch Dry Drops. Und jetzt habe ich sie wieder. Yeah. So cool, weil sowas kann ich nämlich immer gebrauchen. Das da sind bestimmt so Kapseln von Schäbens oder sowas. Ja, cool. Das sind Schäbens Drops, also Serum. Trotzdem cool. Aber in so ein Plastikding. Ja klar, die sind doch immer aus Plastik von Schäbens. Dann von Benefit, okay. Was ist das? Ach, das ist ein Schwämmchen. Und da drunter, was bist du? Was bist du? Das ist auf jeden Fall ein Complexion Balm. Was ist Complexion? Ich bin noch nicht so gut in Englisch. Ist das irgendwas zum Abschminken? Das ist bestimmt irgendwas zum Abschminken. Wo ist meine Pinzette? Jetzt muss ich das Ding mal anheben. Ja. Cool, ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es cool. Das ist so ein kleines Ding hier. Complexion Balm. Jetzt hängt mir mein Haar im Auge. So, jetzt haben wir hier nur geswatcht. Für dich oder deine
Glossy Mädels, genau, stimmt. Das hat sie mir geschrieben, dass sie mir, ob sie mir vielleicht noch on top Glosse dazu legen darf, die nur geswatcht sind. Und da entweder kann ich sie benutzen oder halt meine Mädels, die ich ja so habe, denen ich meine Glosse schicken kann. So, und zwar, nur geswatcht ist Skin Chemist. Sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus. Rose Quartz, den werde ich selber mal verwenden. Wenn nur geswatcht. So, dann. Spa. Ah, da haben wir noch sowas. Da hatte ich doch eben diese Creme von. Genau, hier von die Creme. Da ist ein Lipgloss bei. Aber den werde ich weitergeben, weil der ist tatsächlich, das ist so ein Rosen. So, das, der ist mir zu pink. So, dann. Von NYX Slip Tease. Lip Lacquer. Sieht ja cool aus. Schnell raus damit. So. Mega geil. Voll verschmiert. Ich schmecke so ein bisschen nach After Eight. Mega. Okay, der wird da hingelegt. So, dann haben wir hier von NYX auch Filler Instinct. So ein Plumping Lip Polish. Bronze-Effekt hier. Okay. Wird mal ausprobiert. Und auch hier so ein Glitter-Ding von NYX. War neben Adventskalender oder so drin? Boah, der wird behalten für Karneval oder sowas. Okay, so. Dann haben wir hier nochmal. Das sind die benutzten. Die werde ich definitiv dann weitergeben. Aber das ist halt immer so schade drum, ne? Benutzt man die einmal und dann ist der Wert irgendwo futsch, ne? Da schauen wir doch mal. Oha. Ja, und zwar von PS. Ach, das sind diese von, wie nennt man sie? Von, oh, krasse Farben. Sagt schon. Wo wollte ich jetzt die? Ja, genau, die benutzen kommen hier hin. Primark, Mensch. Dann halt von Primark noch diese Farbe. Ich zeige die Primark-Dinger mal eben. Diese hier und diese. Das sind so Primark. So, jetzt geht's weiter mit Manhattan. Da haben wir drei Stück. Zeige ich euch auch ebenso. Diese drei. Ja, Lisa, du musst dich mal melden. Ansonsten bekommt die Yvonne die. Ich habe ja gesagt, erstmal bekommt, lasse ich mal der Lisa Zeit. Ansonsten weiß ich nicht, wer noch Interesse daran hat, sowas zu bekommen, wenn man da kein Problem mit hat. Das sind die Farben hier unten. Ja, bevor die halt weggeschmissen werden, da habe ich dann halt eine Liste mit Mädels, die dann halt immer nach der Reihe drankommen. Finde ich fair. So, jetzt haben wir wieder die Hand sauber. Und dann gehen wir, machen wir weiter. Da haben wir hier so was Leichtes. Und zwar sind das wieder so Ampullen. Ich liebe sowas. Vielen Dank. Dann haben wir hier was in der Flasche. Cool. Ein Rosenspray. Ja. Achso, ich habe ja noch ein Lipgloss. Little Fairy Tale wieder, wie die eine mit der Feder. Die macht, gucken wir doch jetzt auch noch. Oh, krass. Der sieht geil aus, Leute. Meldet euch. So, so. Ja, es sei denn, ich habe zum Beispiel auch so Trashies, ne? Wo Mädels auch kein Problem damit haben. Dann werfe ich sowas gerne immer rein, dass ich zum Beispiel drei benutzte Lipglosse da rein tue für einen Teil, zum Beispiel. Es sei denn, es ist natürlich jetzt, ich habe zum Beispiel noch einen von Huda, dann würde ich dann schon einen nehmen. Aber hier, ich habe ein Wasserspray bekommen mit Wasser. Ja, mit Wasser. Stellt euch das mal vor, mit Rose. Oh, riecht das gut. Ja, das ist gut. Oh, das riecht wunderbar. Danke. So, dann, was haben wir denn hier Schönes? Oriza, den habe ich schon mehrmals gehabt. Gebe ich weiter. Einen, so ein Lidschatten-Eyeshadow. So, keine Ahnung woher, lege ich mal hier hin. So, dann, das fühlt sich an wie ein Nagellack. Ist ein Nagellack. Und zwar, oh, der sieht aber schön aus. Egal. Satin Supreme, der ist schön, ne? Ja. Ja, ja, aber ich kann nicht alles verwahren. Nein, nein, nein. So, dann eine Palette. Die ist komplett neu. Kann ich auch mal verlosen. Diese hier.
Hammer, Hammer Paket. Ein super Paket, Mädchen. Mädchen, das hört sich immer so voll negativ an. Mädchen. Dann von Maybelline, diese hier. Ich gebe die weiter. Dann ein Augenbrauenprodukt von Essence. Das werde ich mal verwenden. Ich weiß nicht, das kommt mir gerade bekannt vor, als hätte ich das schon mal gehabt. Aber ich werde es trotzdem mal benutzen. Oh, dann von Catrice Camouflage Cream. Ist auch neu, sehe ich gerade. Wird auch noch verlost. Da ist eine Tüte drin. Muss ich gleich machen. Oh Gott. Das hört ja nicht auf, ey. So, dann eine Vanilla, also White Vanilla Body Lotion. Oder ist das? Nee, das ist eine Handsoap. Sehr cool. Da freue ich mich auch drauf. Fürs Waschbecken. Die Po-Creme. Die werde ich auch weitergeben. Die hatte ich. Die fand ich nicht ganz so gut. Die Po-Creme. Oh, wie cool. Ein Hand Sanitizer von Balea. Och, wie cool. Das leuchtet bestimmt sogar im Dunkeln. Ja, Hülle leuchtet in der Dunkelheit. Mit was für ein Duft ist das denn? Muss ich jetzt mal ausprobieren. Das ist Waldmeister? Was ist das? Muss ich gleich mal riechen. Wenn der Alkohol verflogen ist. Da ist ein ganzer Da sind Duftwachse drin. Oh, man sagt doch, dass du auch gerne Duftwachs machst. Dann hätte ich dir auch was eingepackt. Hier steht drauf, ich weiß, du magst Pudi-Düfte genauso wenig wie ich, aber vielleicht ist das ja Stoff für dein nächstes Dufttauschpäckchen. Mega lieb von dir. Voll lieb. Hier haben wir einmal Sommervergnügen. Das ist definitiv kein Food-Düft. Den mag ich. Das ist nämlich von Airwick dieser. Ich weiß nicht, was das für ein Duft ist, aber ich mag ihn. Ja, Sommervergnügen finde ich schön. Da ist zwar ein bisschen Kokos mit drin, aber fürs Badezimmer finde ich den vollkommen in Ordnung. Mensch, du liebe Maus, ey. Das da, keine Ahnung. Riecht aber auch nicht schlecht. Dann haben wir hier Nack Champa, den mag ich auch. Das ist ein, das ist für mich ein Lavendel, Beruhigungsduft, ich mag den. Dann Cupcakes at Tiffany's. Ja, das ist ein Food-Duft, definitiv. Ja. Dann haben wir hier ein Stück noch von Träume von Paradies. Das ist auch so ein bisschen Ananas. Werde ich auch im Tauschpäckchen reintun, wie du schon sagtest. Dann haben wir hier Own Candles. Sowas hier, da ist noch ein Stück oder sowas drin. Mhm. Doch, mag ich aber auch. Ist so ein eisiger Beerenduft. Dann Cinnamon Vanilla. Also da ist übrigens noch was drin. Ne? Das habe ich jetzt nur gerade gegriffen. Oh ja, sehr, sehr Cinnamon. Dann I Smell Christmas. Übrigens alles, also vieles Traumdüfte. Ich arbeite hier nicht mit Traumdüfte zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Hat private Gründe, worüber ich auch nicht sprechen möchte. Aber es werden dann bestimmt andere Mädels sich finden, die für Jenny arbeiten. Die euch die Düfte vorstellen, die ich ja immer noch toll finde. Größtenteils, wenn es keine Food ist. Nein. I Smell Christmas fand ich aber auch schon vorher, also als ich das erstmal dran gerochen habe, schlimm. Christmas Magic, den mag ich. Das ist ja mein Christmas Magic von Yankee. Ah, den mag ich. So, dann haben wir hier Heath and Home. Das ist auf jeden Fall so ein Testmelt. Ja, den machen wir auch. So frische Luft. So, dann Meltdown. Ich glaube, das war auch so ein Zimtduft. Nein, das ist aber ein After Eight Pur. Almond Marzipan. Den finde ich gar nicht so ekelhaft, um ehrlich zu sein. Trotz Marzipan. Aber der ist auch nicht so, dass ich sagen müsste, wow, ich lasse meine ganzen anderen Düfte stehen, damit ich diesen Duft machen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Frosty finde ich gut, obwohl es so ein After-Eight-Duft ist, aber das ist für mich eher ein Spearmint-Duft. Mag ich. Aber halt After-Eight ist halt für mich mit Schokolade, ne? Und Schokolade. Santa Baby ist definitiv was Zimtiges. Oder doch nicht? Nein, Santa Baby ist gut. Ja, Santa Baby ist was Fruchtiges. Mag ich auch. Und dann haben wir hier noch zwei Düftchen. Das ist einmal Easter Flower. Das klingt, glaube ich, gut, oder?
mag ich auch. Und Pieps. Pieps ist, glaube ich, ein Marshmallow-Duft, weil das ist doch von Yankee Candle, das Dupe, oder? Ja, das ist auf jeden Fall mit Marshmallow. Ja, das ist so ein Marshmallow-Duft. Dankeschön, kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Ah, da ist noch einer. Und ich sage eben noch so, ach, ich könnte noch einen vertragen. Nein, nicht am Ende. Wir kommen langsam dahin, ja. Body Puffer, cool. Mag ich. Ein Pigment. Wunderschön. Von Rival de Loop. Jetzt kommen wir hierzu, was ich eben schon mal in der Hand hatte. Das fühlt sich an wie Tuchmasken oder sowas. Boah. Schon alleine das hier hätte für mich gereicht. Das ist ein wunderschönes Paket, Jackie. So. Aktivkohle. Gleich zweimal. Sugar Scrub liebe ich. Das zeige ich einfach nur, bevor ich einen Zungenbrecher kriege. Ein Pore Stripe. Zweimal dieses hier. Das gebe ich weiter. Schokolade mag ich nicht. Hydro Booster Maske. Bubbly Mask. Zweimal. Anti-Pickel-Maske habe ich Gott sei Dank nicht so viel mit zu tun, deswegen darf das weitergehen. L'Oreal Nude Magique. Vanillin-Creme mag ich übrigens. Passion Peel-Off. Das ist untere auch erst, unten noch ist auch Peel-Off, die gebe ich weiter. Ich habe da ja so meine, ja, Peel-Off ist nicht so meins. Gel Face Mask. Das ist mit Zumachen, finde ich so cool. Das kann man nämlich dann einfach als Creme verwenden. Ein Tuch zum Erfrischen finde ich auch cool. Multi-Effekt-Maske. Ja, die Cucumber Under-Eye-Pads finde ich auch super. Eine Sheet-Maske. Hydra-Booster-Maske. Und da unten ist mit Feuchtigkeitsspender. Sehr cool. Oh, das wollte ich eh mal ausprobieren. Wie geil diese Möppe-Dekolleté-Maske hier, voll cool. Und eine Handmaske von Neutrogena. Oh Gott. Oh, was haben wir denn hier noch draufstehen? Achtung, Fake. Dachte damals, es kommt ein Original und habe auch für ein Original bezahlt. Mein Geld gab es natürlich nicht zurück. Genau das hatte ich auch schon mal mit einer Lorac-Palette. Ja, ich kann das dann verstehen, dass man bei sowas mega enttäuscht ist. Vor allen Dingen benutzt man die dann total ungerne, weil man einfach so sehr enttäuscht worden ist von sowas. Und zwar ist das hier Benefit. Ach, diese Blush-Palette ist das bestimmt. Ich werde sie trotzdem mal probieren, weil das Rockateur, das habe ich, das sieht nicht so aus. Obwohl, da ist ein Overspray, sehe ich gerade. Nee, das Rockateur, das sieht tatsächlich nicht so aus. Aber ich werde es mal probieren. Vielleicht habe ich ja Freude damit. Geil, das habe ich ja auch geschickt. Entschuldigung. So, dann werde ich mal hier die Dings reintun. Vella Pearl Styler Styling Gel. Jetzt gucke ich mal eben, muss ich mal nachgucken. Kann sein, dass es nicht safe ist. Aber ich schaue nach. Für meine Curly Girl hier, ne? So, dann eine Aktivkohle-Thermomaske werde ich auch weitergeben. So. Pure 97. Das ist cool. Das kann ich nämlich benutzen für meine Curly Girl Methode. Sehr cool. Dankeschön. Das ist nämlich safe. Das ist eine straffende und bräunende Cool Body Lotion. Werde ich auch benutzen. In letzter Zeit benutze ich ja gerne mal einen Bräuner. So, der Karton wird gleich leer sein, wenn ich die zwei Sachen hier noch ausgepackt habe. Das hier ist eine Essenspalette. Ich höre es. So, das ist nämlich diese mit den Perlchen.
Seht ihr? Haha, ich bin gut. Mal gucken, was du da für... Achso, das ist eine... Nee, das ist keine Leerpalette. Da kann man noch was reintun. Das wird doch gemacht. Vielen Dank für die Blume. So, und dann das letzte Teil. Auch so eine Essenspalette. So eine Selfmade hier. Schauen wir mal rein. Oh, die ist voll. Schaut mal. Da hast du solche Farben reingetan. Wird doch auch ausprobiert. Dankeschön. Das war mal ein mega, mega geiles Trashpäckchen. Jackie, also mal im Ernst. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, zu sagen, Gott, jetzt ist mir das unangenehm. Das ist der Ultra-Burner gewesen. Also ich danke dir vielmals für dieses Paket. Der Hammer, ich freue mich voll und bin mega begeistert. Ich glaube, das habt ihr gemerkt. Ja gut, meine Lieben, also... Und Jackie, wenn du nochmal Lust hast, ne, jederzeit gerne natürlich, ne, wenn du nochmal gesammelt hast oder sowas, ne, melde dich dann einfach. Also ich freue mich gerade einen tierischen Ast ab. Ich muss mir das jetzt gleich erstmal ein bisschen sortieren und hier unten meinen Boden mal ein bisschen... Und der Schal, den finde ich auch super schön. Danke, dass du für mein Frühstück gesorgt hast. Ne, und ich habe hier... Ja, hier wollte ich die Dinger, kann ich die Dinger nochmal aufmachen. Ne? Das hier wollte ich doch mal gucken, was das ist. So, ja... Das sind so Brausedinger, glaube ich. Mhm. Brausetabletten. Und für das Wachs auch. Ich habe definitiv etwas dabei für die anderen zum Verlosen. Für weitere Trashpäckchen, für Dufttauschpäckchen. Für mich, für... Oh Gott. Hammer. Ich danke dir vielmals. Wie gesagt, bleibt alle gesund. Und passt euch auf. Bis dann. Ciao. Ja, das sind die Produkte, die ich jetzt verschicken werde. Ihr habt ja da gerade schon das Video gesehen, was ich bekommen habe. Ich zeige euch das wieder im Schnelldurchlauf, ja? Das ist jetzt der ganze Haufen.